Finde in diesem Video heraus, welcher Rasenlüfter der beste ist und worauf es ankommt. Alle Links zu den Produkten findest du in der Videobeschreibung. Der Bosch Universal Rake 900. Dieser Rasenlüfter ist ideal zum Entfernen von Laub, Rasenfilz und Moos. Mit einer Aufnahmeleistung von 900 Watt und einem maximalen Schalldruckpegel von 81 Dezibel bietet er eine effiziente und kraftvolle Performance. Ein besonderes Feature ist die spezielle Luftstromführung für gründliches und unterbrechungsfreies Arbeiten. Der Rasenlüfter ist mit einem Jet-Collect-System ausgestattet, das über Lüftungskanäle verfügt. Hierbei handelt es sich um eine innovative Luftstromführung, die von der Walze bis in die Fangbox reicht. Diese Luftströmung sorgt dafür, dass der Rasenfilz gründlicher aufgenommen und besser in den Auffangbehälter befördert wird. Das Jet-Collect-System hilft zudem, Verstopfung im Rasenlüfter zu verhindern, damit du deine Grünfläche unterbrechungsfrei pflegen kannst. Für eine effektive Gartenpflege besitzt der Rasenlüfter 10 Doppelfederzinken aus Kohlenstoffstahl. Insgesamt sorgen 20 Zinken für eine wirkungsvolle Beseitigung der unerwünschten Pflanzen. Die entfernten Reste landen dann im Fangsack bzw. in der Fangbox, die ein großzügiges Fassungsvermögen von 50 Litern hat. Der Rasenlüfter verfügt über einen Führungsholm, der sich doppelt zusammenklappen lässt und in Kombination mit dem faltbaren Auffangbehälter ermöglicht dies eine sehr platzsparende Lagerung. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Bosch Universal Rake 900 durch seine leistungsstarke Performance, innovative Luftstromführung und effektive Gartenpflege überzeugt. Die verschiedenen Arbeitshöhen und die platzsparende Lagerung machen ihn zu einem praktischen und benutzerfreundlichen Werkzeug für die Pflege deiner Grünflächen. Der Walensee Rasenlüfter. Der Walensee Rasenlüfter ist ein manuelles Werkzeug, das ganz ohne Motorunterstützung auskommt. Er besteht aus einem Stiel mit Handgriff, einer Trittstange und zwei Hohlzinken. Er eignet sich, um Rasenfilz zu entfernen und sorgt für eine bessere Durchlüftung sowie verbesserte Bewässerung deines Rasens. Die Bedienung des manuellen Rasenlüfters erfolgt ganz einfach mit der Trittstange, die du mit dem Fuß betätigst. Je kräftiger du auf die Trittstange trittst, desto tiefer dringen die Holzzinken in den Boden ein, mit einer maximalen Tiefe von 10 cm. Ein großer Vorteil ist, dass das Gerät völlig lautlos arbeitet und somit auch während der Ruhezeiten eingesetzt werden kann, die für motorbetriebene Rasenlüfter gelten. Die konisch geformten Hohlzinken des Walensee-Rasenlüfters sind so gestaltet, dass sie oben einen größeren Durchmesser haben als unten. Wenn die Zinken in den Rasen eindringen, füllt sich der Hohlraum mit Erdreich. Dank der konischen Form wird das Erdreich zuverlässig ausgeworfen, ohne dass die Hohlzinken verstopfen. Durch die Löcher, die der Rasenlüfter im Rasen hinterlässt, können mehr Sauerstoff und Wasser in den Boden eindringen. Um einer Verdichtung des Bodens entgegenzuwirken, kannst du den Rasen anschließend sanden. Dabei wird Sand aufgetragen, der die entstandenen Löcher auffüllt und somit zur besseren Durchlässigkeit des Bodens beiträgt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Walensee-Rasenlüfter eine umweltfreundliche und leise Option für die Rasenpflege bietet. Mit seiner einfachen Bedienung und den effektiven konisch geformten Hohlzinken ermöglicht er eine bessere Durchlüftung und Bewässerung des Rasens. Er ist besonders für kleinere Flächen oder Engstellen im Garten geeignet, wobei bei größeren Flächen der Zeit- und Kraftaufwand berücksichtigt werden sollte. Der Black & Decker GD300 QS. Dieser Rasenlüfter ist ideal zum Entfernen von Moos, Unkraut, Rasenfilz und Schnittgutresten. Mit einer Aufnahmeleistung von 600 Watt und einer maximalen Drehzahl von 3000 Umdrehungen pro Minute bietet er eine starke Performance. Für eine erhöhte Sicherheit ist der Elektrorasenlüfter mit einer Kabelzugentlastung und einem Sicherheitsschalter ausgestattet. Der Sicherheitsschalter ist ein zusätzlicher Knopf, der die Blockierung des Einschalthebels aufhebt. Er ermöglicht es dir, den Rasenlüfter über den Einschalthebel zu starten und verhindert einen unbeabsichtigten Start, reduziert somit die Unfallgefahr. Der Elektrorasenlüfter ist für mittelgroße Gärten geeignet. Die Metallzinken des Lüfters reißen die unerwünschten Pflanzen zuverlässig aus und sammeln sie, um sie dann in die Stoffauffangbox zu leiten. Ein besonderes Detail ist die Position der Auffangbox vor dem Gerät, sodass du beim Arbeiten stets den Überblick über das Aufsammeln von Unkraut und Co. behältst. Das zweifach klappbare und ergonomische Griffsystem soll den Einsatz angenehmer gestalten und eine platzsparende Lagerung ermöglichen. Ein weiterer Pluspunkt ist das geringe Gewicht des Rasenlüfters von nur 7 Kilogramm, das laut Hersteller die Steuerung vereinfacht und eine einfache Manövrierbarkeit ermöglicht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Black & Decker Rasenlüfter durch seine leistungsstarke Performance, Sicherheitsfeatures und die durchdachte Konstruktion überzeugt. Die Position der Auffangbox, das ergonomische Griffsystem und das geringe Gewicht tragen zu einem angenehmen und effizienten Arbeitserlebnis bei, während die robusten Metallzinken und die verstellbare Arbeitshöhe eine effektive und anpassbare Gartenpflege ermöglichen. Wir hoffen, dass wir euch helfen konnten, eine Kaufentscheidung zu treffen. Alle Produkte sind in der Videobeschreibung verlinkt.